Ja, komm. Na komm, Kleiner. Hallo. So, der ist tot. Legt ihn um! Und los, ich gebe euch Deckung! Ich mach dich fertig! Der Kleine macht einen Dicken. Nimm das, Arschloch! Verflucht, du sollst mir Deckung geben! So, der war, glaube ich, im Kopf. Vor dir scheiß ich mir nicht in die Hosen! Gib mir Deckung! Ah, oh, so ein Assi. Hast du das gesehen? Ich hab ihn erwischt! Schreib dir Karte aus dem Jenseits! Los, Vito! Na! Gut, Vito, los jetzt! Ist nur ein Kater. Ja, Vito, los jetzt! Was soll ich denn alles alleine machen hier? Was soll der Scheiß denn? Es ist vorbei! Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt! Ja, ich glaube, das wissen sie wirklich nicht. Sozusagen sind das ja auch noch kleine Teenager hier. Die meinen, einen auf dick machen zu müssen. Rum zu randalieren hier. Naja, selber schuld. Selber schuld, kann ich da nur sagen. Ich meine, ist ja eigentlich bekannt, dass man sich nicht mit der Mafia anlegen sollte, ne? Ich habe das Gefühl, die Karre läuft noch. Mal kurz einsteigen. Ach man, warum darf ich denn nicht einsteigen? Magnum aufheben, warte. Will ich haben. Munition will ich auch haben. Hast du auch noch Munition? Nö, hast du nicht. Was läuft? Wohin denn? Wir okay. Sehen uns in der Hölle! Gib mir Deckung! Gut, Vito, los jetzt! Das könnte ich den ganzen Tag machen! Ah, super. Das behindert das Sichtfeld auch gar nicht. Kein Stück. Naja, egal. Ich werde mein Bestes geben. So wie bisher auch. Fuck you! Alles klar? Was war das denn? Ein Schuss. Ich hatte kein bisschen Schaden gekriegt. Ey, wir nochmal alles von vorne. Ne. Oh, zum Glück. Was ist das denn für ein Scheiß gewesen jetzt? Das war ja wohl ein Bug, ne? Das war ja wohl jetzt nicht meine Schuld. Na komm, trinken wir erstmal eine Cola. Wenn sie unser Leben und sowas generiert. Können wir die Hamburger auch noch fressen? Ist ja bestimmt nicht umsonst hier. So, dann nehmen wir noch das Gewehr mit. Ein bisschen Muni kann man auch gebrauchen. Okay, ist keine mehr da. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen weiter. Ja, wo sind denn jetzt die Kinder hin? Du kriegst mich nicht. Gib mir Deckung, Vito. Ich geb dir Deckung. Greif an. Mann, das war klasse. Jetzt hab ich dich. Gib mir Deckung. Los, los, ich geb dir Feuerschutz. Fuck, los, der Wichser hat sich getroffen. Der ging in den Kopf. Der ging auch in den Kopf. Das ist alles. Meine Mutter, das wusste. Der leider nicht. Dann blüht dir was. Ich schleich mich ab. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Ich laufe mal ein bisschen außen rum hier. Vielleicht findet man ja auch ein paar Heftchen oder so. Hast du Schiss, Arschloch? Hey, kann ich da nicht hoch? Ach, scheiße. Hast du Schiss, Arschloch? Wo sind denn jetzt noch welche? Wo sind denn meine Leute? Hallo?
Ja, das ist schon hier hinten, oder was? Okay, anscheinend ja. Du bist tot, Mistkerl! Bin stolz auf mich. Ja, ich auch. Auf mich. Wo ist der Arsch? Guck mal. Ich hab was für dich, du mieses Schwein. Verdammt. Ey, gar nicht mal so schlecht. Bleib gefälligst am Arsch Feuer werfen. Ups. Jetzt habe ich ihn in den Arsch geschossen. Ich geb dir Deckung. Los. Was zum Lutschen, Wichser. Er hat mich erwischt. Mach schon, leg ihn um. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Yeah, nicht schlecht, Vito. So, der da. Komm, guck raus, du Arsch. Treffer! Fuck. Erstmal verstecken. Mein Leben ist ein bisschen nieder. Oh. Meine Güte, ich mag das nicht. Wenn ich so wenig Leben habe. Komm, jetzt mach doch mal. Los. Danke, endlich. Gib dir Deckung. Oh, wieder mal einer abgekratzt. Gib mir Deckung. Ich finde dich, du Sackgesicht. So, konzentriert weiter geht es natürlich. Nicht, dass ihr denkt, ich bin eingeschlafen oder so. Ich bin halt nur ein bisschen konzentriert. Konzentriert. Was man hier auch einigermaßen sein muss. Gib mir Deckung. Bam! Alter, voll um die Ecke, ey. Ballert denn da jetzt schon wieder? Voll von wo? Kommt ihr? Ich glaube, da oben sitzen irgendwo die Vögelchen. Los, Rito, los mach ihn alle! Du bist tot! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Ich bin stolz auf mich! Lass dir was einfallen! Beeil dich! Na? Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Generieren. Wo ist der letzte? Der ist irgendwo da oben, oder? Ja. Ja, da oben ist er. Ich krieg keine freie Schussbahn. So. Magazin! Oh, geil. So cool. Einfach so mitten in der Schießerei mal so ein Magazin. So. Ah, guck mal an. Krieg ich da noch einen vor der Latz? Na, hier haben wir aber ordentlich aufgeräumt, würde ich mal behaupten, ne? Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieße mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Ja, wenn man sowas macht, Scheiße. Natürlicher... Zwei Riesen für Eddie her. Sag natürlicher mal, Fortschritt. So eine Karre bringen. Natürlicher. Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby zu Derek. Wir treffen uns im Falcon. Klingt gut. Bis dann. Cool, Alter. Jetzt darf ich doch so ein Ding nehmen. Na komm, knack das doch jetzt. Verdammt. So, Alter, ein Hot Rod. Bam, bam, bam. Sind denn da hinten auch noch die Karren? Ich fahr nur mal eben kurz gucken. Einfach nur aus reinem Interesse. Tatsache, die sind auch noch da. Ich meine, man könnte ja auch noch
einen hiervon mitnehmen, aber der da hinten ist natürlich der heiligste. Ich glaube auch nur, wenn man wirklich nachdenkt, dann denkt man noch dran, dass der hier auch noch da ist, ne? Sind dieselben Wagen, oder? Warte mal. Ich bin gerade echt am überlegen, welchen ich nehmen soll. Ich nehme einfach mal den hier. Der am Anfang stand, der ist mir einfach zu offensichtlich. Nehme ich lieber den hier, der sieht ein bisschen cooler aus. Der hat noch Verkleidung und so, richtige. Sieht vielleicht nicht wirklich cool aus, aber der hat einfach mehr. Könnte man mehr Geld für kriegen. Mehr Eisen. Genau. Danke, dass die Tür zugegangen ist. Das wollte ich auch damit erreichen. So. Oh ja, rast aber ganz schön, das Ding. Ein Hot Rod. Hoffentlich kommt jetzt kein Bulle. Na, machen wir wieder Tempobegrenzer rein, weil wir langweilig sind und langsam fahren wollen. Ja, wenn wir einen Bullen sehen, müssen wir so machen. Oh. Ups. Ups. Mir juckt es. Meine Fräse. Ey, gehst du weg. Meine Güte. So. Jetzt nochmal links abbiegen. Da ist wieder ein Schulbus. Nicht. Wie weit denn noch, ey? Oh. Das ist noch ein Stück. Das ist noch ein Stück. Wenn wir da die ganze Zeit schleichen. Da hat doch niemand Bock drauf. Wir könnten den ja mal tunen. Hihi. Wollen wir das mal versuchen? Ja, Mann. Kriegen wir bestimmt mehr Kohle für. Wenn wir den nochmal heile machen. Ach, ist sogar umsonst. Ja, geil. Machen wir mal ein Tuning drauf. Scheiße, das Tuning hat gekostet. Egal. Dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Power. Obwohl wir den ja eh verkaufen, aber ist ja egal. Hast du die Haare der Arsch offen? Spritverschwendung! Hast du die Haare der Arsch offen? Was labert der? Jetzt habe ich keinen Scheiß bauen, da ist nämlich ein Bulle. So, Hot Rod. Mit Power. Merkt man direkt, dass er mehr Power hat. Oh, dieses schöne Geräusch. Na komm schon, wir wollen endlich ankommen. Wir müssen das sogar jetzt verkaufen, das ist ja Missionsziel, glaube ich. Ohne geht's gar nicht weiter. Ja, ja, habt ihr dort gesehen, was der da gemacht hat? Ist klar, Junge. Meine Fresse. Ich kann es immer wieder nur betonen, holt euch das Spiel auch, wenn euch das hier gefällt, das Let's Play. Allein wenn ihr auf solche Spiele steht, mit rumfahren, Missionen erledigen, sowas wie GTA halt. Nur ein bisschen cooler, hier ist mal ein bisschen mehr in so eine Mafia-Szene eingebunden. Und ich finde, das hat was Besonderes. Hat auch so ziemlich jeden... Ja, sehr viele, zumindest die ich kenne und die das gespielt haben, sehr gefallen. Und ich stehe da auch voll hinter. Kann man eigentlich auch nur mögen. Wir können ja mal wieder hier arbeiten gehen bei dem Typen, ne? Wir brauchen ja eh mal wieder Geld. So. Ich hoffe, ich kriege dafür jetzt die Kohle, ey. Wenn nicht, dann werde ich aber sauer. Jetzt müssen wir wohin? Achso, 1950. Das nenne ich mal. Gib Eddie seine 2000 Dollar. Fick dich. Mann, scheiße. Ich gehe erstmal noch ein bisschen Kohle verdienen hier. Ich hoffe, der hat Arbeit für mich. Was verschafft mir die zweifelhaften Nichts los heute? Tut mir leid, Vito. Ach, Mann, scheiße. Ich brauch doch Kohle.
Ja, komm, verkaufen wir noch ein paar Autos. Ich hole mir mal eben welche und fahre die dann auch da drauf.